Leute, zwei, drei Bilder habe ich euch schon gezeigt. Heute ist gekommen das Messer vom Harry. Der hat mir das geschickt, weil er einfach nicht damit zurechtkommt, weil es relativ dünn ist, relativ flexibel ist. Ich zeige euch mal ein Bild unter dem Mikroskop von der Schneide. Und wenn ihr das anschaut, dann seht ihr auch, weshalb das Messer nur nicht richtig scharf wird. Ich habe mehrere Kanten vorne angeschliffen. Das rührt mit Sicherheit daher, dass die Klammer auf dem Stein aufsetzt und dann ändert der Harry wahrscheinlich den Winkel so lang, bis es frei ist. Und jetzt hat er einfach mehrere Winkel an dem Messer. Ich werde es auf zwei Arten probieren. Art Nummer 1, ich werde es auf der Tormek probieren. Dazu habe ich das Messer in meine neue entwickelte doppelte Klammer eingespannt. Das hat den Vorteil, wie mir einige Kunden berichten, das Messer führt sich viel besser, weil es einfach stabiler ist. Und also für normale Kochmesser empfehle ich immer noch meine normale doppelschließende Klammer. Fertig. Das funktioniert auch wunderbar. Für solche flexiblen Messer, wie hier dieses Filetiermesser oder so, da würde ich immer so eine Doppelklammer nehmen. Egal ob bei Ermac oder bei Tormek. Und ich will jetzt mal ausprobieren, was für einen Winkel ich hinkriegen kann mit dieser Klammer auf dem Stein, einmal gegen die Richtung und dann aber auch mit der Richtung. Und das zeige ich euch mal. Dazu habe ich dieses eingespannte Messer hier in meinen Messblock reingemacht und habe dann praktisch, hier muss man gucken, sieht man da ein bisschen runter noch, habe das hier aufgelegt, habe das hier an dem Block ausgerichtet. Der Block, der ist verschiebbar, ja. Den kann ich hin und her schieben, lege den ans Messer an, ziehe den hier oben fest und brauche dann nicht fummeln und gucken, wo ist meine Länge, sondern ich kann sie hier ganz einfach ablesen. Und zwar auf den Millimeter genau. So, jetzt baue ich mal die Tormek auf und dann schauen wir mal, was für einen Winkel wir hinkriegen gegen die Richtung und aber auch, was für einen Winkel, das wir hinkriegen würden mit der Richtung. Das mache ich jetzt erstmal, ohne das Messer überhaupt zu schleifen. Dann gehe ich auch kurz auf die Ermac und schaue mir auch dort an, was für einen Winkel ich hinkriegen würde, ohne dass ich auf die Klammern aufsitze. Last but not least könnte ich das auf einer E10 noch testen, wenn ich denn eine hätte. Ich habe leider keine im Moment. Aber die gute Nachricht, die Teile sind da. Die E10 wird ab sofort produziert, auch die E5. Ich glaube, er hat Teile bekommen für 20 Maschinen. Das sollte erstmal ausreichen. Ich habe ihm gesagt, er soll gleich wieder neue Teile bestellen, wenn das wieder so lang dauert. Ich bin mir noch nicht sicher, wann die lieferbar ist. Ich lasse auf jeden Fall schon mal 4, 5 Geräte machen. Sobald ich was Genaueres weiß, ich werde heute Abend mit ihm telefonieren, stelle ich euch das ein, mache vielleicht auch ein kurzes Video dazu. So, jetzt aber gehen wir mal weg von der Theorie, sondern gehen wir in die Praxis und schauen uns mal an, was für Winkel wir generieren könnten, wenn wir denn wollten. So, was ich jetzt gemacht habe, ich habe hier jetzt das Messer, dann habe ich hier die Klammern vorne an der Spitze einfach mal geschwärzt, um aufzuzeigen, ob das funktioniert mit den Klammern. Das würde man ja sehen, wenn die am Stein entlang kratzen. Dann habe ich, Moment, dann habe ich eingestellt hier, sieht man es, der macht gerade Gesichtsverfolgung, ich mache jetzt einfach mal so, das ist der Durchmesser von meinem CBN-Rad, 133 mm Werkstücklänge und ein 15 Grad Winkel, da habe ich eingestellt die 163,4. So, jetzt gehen wir wieder hier rüber, so, jetzt hat er mich verloren, das ist ganz gut so, weil dann kann ich es nämlich hier runterstellen, so, dann sieht man das schön auf dem Gerät. So, 163,4, die habe ich eingestellt an meinem Tiefenmesser und habe dann hier einfach gemessen, bis der hier auf dem Gehäuse aufsitzt. Der ist jetzt gerade so frei, ja, und das habe ich jetzt hier anliegen. Und jetzt werde ich einfach versuchen, hier, das war die eine Klammer und da ist die andere Klammer. Und jetzt schaue ich mir an, ob an den Klammern irgendwas geschliffen ist. So,
Und jetzt sehe ich, an der hier ist gar nichts. An der hier ist ganz außen hier auf der Kante ein bisschen. Das kann aber auch sein, weil ich praktisch, ich lasse die Maschine mal laufen. Moment. Jetzt sollte die Maschine laufen. Ja. So, und jetzt ziehe ich einfach mal drüber. Dann halt, ich schwärze das noch mal kurz, dass ich sehe, ob das denn auch echt war oder nicht. So. Hinten ist gut, da ist gar nichts. Okay. Ich lasse das einfach mal laufen und führe das mal gerade drüber. So wie ich es jetzt machen würde. So, und das gar nichts. An der Klammer ist nichts, da ist keine Farbe weg, nichts. Folglich 15 Grad mit so einem Filetmesser plus meiner doppelten Klammer funktioniert. Weniger geht nicht, sage ich. Aber jetzt probiere ich Folgendes. Jetzt drehe ich die Maschine mal um und schau mal, wie das aussieht. Warte mal, ich muss mal hier ein bisschen runterstellen, wie das aussieht. Da ist die Gesichtsverfolgung an, das muss ich mal ausmachen. So, jetzt werde ich das gleiche mal versuchen mit der Richtung. Das heißt, ich wechsle hier an meiner Software auf die Frontaufnahme. Da habe ich dann auch genau das gleiche drin und da muss ich jetzt 80,1 machen. So, das schaue ich mir jetzt auch mal an. Und mache erstmal die 15 Grad und dann probiere ich gleich, ob wir noch flacher kommen können. So, 80,1 habe ich gesagt. Okay. 80,2. 80,11. Ja, da kann ich mit leben. So, das heißt, ich muss hier deutlich runter. So, jetzt sitzt er auf. Sieh ein bisschen an. Ja, so ist er auf jeden Fall frei. Zieh hier fest und leg das hier mal auf. Und habe hier massenhaft Platz zur Klammer. Das heißt 15 Grad mit der Richtung gar kein Problem. Jetzt probieren wir das mal auf 12 Grad runterzusetzen. 12 Grad. Dann wären es 73,3. So. Ich hoffe, das ist euch nicht langweilig, aber ich werde immer wieder gefragt, wie kriege ich denn so dünne Messer geschliffen und so. 73,3, 72, 73,2, das war zu viel. 73,31. Damit kann ich leben. So, das heißt, aufmachen hier und jetzt muss ich noch deutlich runter. Nur ein bisschen. So, jetzt stehe ich auf. So, und jetzt wollen wir mal schauen, ob das immer noch geht mit der Klammer. So wie es aussieht, berührt sie jetzt. Ich schaue es mir an. Hier dürfte sie nicht berühren. Doch, tut sie auch. Hier berührt die Klammer. So, was ich jetzt noch versuchen kann, also halt, ich probiere es vorne natürlich auch noch, dass man das sieht. So würde ich praktisch die 12 Grad schleifen. Jetzt komme ich hier rüber, wo die Klammer ist. So. Oh, da ist gar nichts. Jetzt muss ich aber noch mal hier hinten noch mal kurz markieren, ob ich da vielleicht nur irgendeinen Fehler gemacht habe. Weil wenn sie vorne doch nicht anstößt, wieso dann hinten? So, noch mal.
doch, hinten stößt sie an. Das heißt, ich könnte eigentlich hinten ein bisschen raus. Ja, das müsste gehen. Moment. Ich gehe jetzt her, löse die Klammer auf der hinteren Seite. Na, komm her. So. Und fahre hier ein bisschen raus mit dem Messer. Das macht mir an dem Winkel auf die ganze Länge, macht mir das nicht viel aus. So, jetzt schwärze ich das noch mal kurz, weil nur, dass ihr das mal kurz seht, ich zeige es euch mal. Hier seht ihr das? Hier hat die Klammer aufgesetzt, die vordere Klammer gar nicht. Die ist völlig unberührt. Und wir sind jetzt gerade bei 12 Grad, ja? 12 Grad, Leute, das ist auf der Tormek immer schwierig. Wenn ich kein langes Messer habe. Wohlgemerkt, wenn ich ein langes Messer habe, ist kein Problem. So, jetzt wollte ich doch hier die Klammer noch mal kurz schwärzen, dass die wieder komplett schwarz ist. So. Stift wieder zumachen. In der Zeit kann die Farbe trocknen. Und dann probieren wir das Ganze noch mal. Et voilà. Geht nichts mehr weg von der Klammer. Alle beide Klammern sind frei. So. Da ich das Messer aber auf gar keinen Fall auf 12 Grad schleifen möchte, Harry, sorry, 15 Grad reichen für das Messer komplett, werde ich das auf 15 Grad schleifen, und zwar gegen die Richtung, weil das funktioniert ja auch. Was ich jetzt noch kurz machen möchte, bevor ich anfange zu schleifen, ich spanne das Ganze mal noch kurz auf der Airmark ein und schau mal, wie weit wir da runterkommen würden vom Winkel mit dem Klammertisch. Und so, Leute, das Ganze ist ein bisschen zusammengestückelt heute, weil zwischendrin habe ich wieder Pakete gepackt und so weiter. Jetzt habe ich hier mal die Airmark 5 aufgebaut, weil die 10er habe ich ja momentan nicht. Und da habe ich ja jetzt diesen Klammertisch dazu, für alle, die es mal sehen wollen, wie das funktioniert. Das ist hier die Aufnahme für den Klammertisch. Hier wird die Hülse reingeschoben. Hier, das da. Und der kommt hier drauf, wird hier mit zwei Schrauben festgemacht. Moment, so, dass er gerade sitzt. Dann kommt das Teil da rein. Hier kann ich hier hinten diese Rändelschrauben aufmachen. Dann kann ich die Klammern einfach hier verschieben. Ja, je nach Messerweite, ja, ist klar. So. Und dann wird das hier eingesteckt und dann ist hier eine Aufnahme, wo das drin liegt, und dann passt das. So, und jetzt will ich das Messer mal hier reinmachen. Dazu lasse ich jetzt die Klammern erstmal kurz ein bisschen locker, dass ich einfach verschieben kann noch, je nachdem, wo ich rein muss. Was wir jetzt ausprobieren wollen, ist, was für einen Winkel kann ich jetzt da dran schleifen mit der Airmark. Zumal auch diese Maschine hier ist irgendwo limitiert. Die Airmark 10 schleift kleinere Winkel wie die. Wenn ich hier 10 Grad schleifen kann, kann ich bei der Airmark 10 6 Grad schleifen. So, was ich jetzt euch gleich zeigen möchte, das ist gar nicht so schlecht, habe ich nämlich noch nicht im Shop drin, wird es aber jetzt dann geben. Hier, Leute, ich habe einen Steinständer machen lassen, extrem extra Schleifjunkies Edition sozusagen, für meine 5 CBN-Steine plus den belgischen Brocken Blau und Gelb. Da passen natürlich auch alle anderen Standard 15 cm Steine rein, beziehungsweise 16 cm ist das ja, aber die Schleiffläche ist 15 cm. Die passen also alle rein. Hier die gelben, die belgischen Brocken sind ja deutlich dicker wie meine CBN-Steine. Trotzdem, die halten alles sauber drin, alles sind gut aufgehoben, und so muss das sein. So. Jetzt spanne ich hier einfach mal den 400er CBN-Stein ein und lege das Ganze mal hier auf. So, Leute, ich habe das Messer noch mal ein bisschen umgespannt, ein bisschen weiter nach innen, weil hier außen wirklich, ich habe ja nur noch kein Zentimeter Klinge mehr. Also von daher gesehen, das ist einfach zu dicht an der Klammer. So, diese Einstellung geht jetzt, da steht nichts mehr auf. Das funktioniert einwandfrei, auch bis vorne hin. So. Und was ich hier jetzt habe, ich habe hier 0 jetzt, das ist ja die Flucht von dem Messer. Dann messe ich hierzu den Winkel.
So, jetzt habe ich 14,5 Grad. Das kriege ich hin. Weiter runter komme ich mit diesem Messer auf der Airmark 5 nicht. Ich denke mal, auf der Airmark 10 dürfte das gut bis 10 Grad gehen. Brauche ich eh nicht bei dem Messer. Also da schleife ich nochmal mit 15 Grad und gut ist. Und jetzt könnte ich das entweder hier auf der Airmark schleifen oder ich könnte es auf der Tormek schleifen. Ich habe aber wirklich geplant gehabt, und das werde ich jetzt auch machen, das Ganze auf der Tormek gegen die Richtung, das heißt mit 15 Grad zu schleifen, und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Vor allen Dingen schauen wir uns dann mal die Schneide an, weil ihr habt es ja gesehen unter dem Mikroskop, die war ja teilweise dreifach gebrochen, weil einfach andere Winkel dran waren. Vorne die Spitze ging auf, das kann ich natürlich nicht reparieren. Ich hoffe aber, da vorne eine klare Schneide hinzukriegen. Also, dann baue ich jetzt gleich mal um auf die Tormek wieder. Und dann lege ich einfach mal gnadenlos los mit Schleifen. Und ja, Harry, das Messer werden wir schon scharf kriegen, mach dir keine Sorgen. Alles klar, bis gleich. So, zurück an der Tormek. Wer mich kennt, weiß, ich mache es auf die Brutale, sprich, ich habe meinen 80er Stein drauf gemacht, weil ich meine, die Schneide muss eh komplett neu angelegt werden, weil die war halt einfach, ich sage mal, ein bisschen durcheinander. So, ich habe wieder meine 163,4 in der Höhe eingerichtet, so wie wir das vorher schon rausgemessen hatten. Das waren dann die 15 Grad. Bei der Länge des Werkstücks, ich habe das jetzt mittlerweile wieder hier in den Block eingespannt und hier habe ich dann gemessen, einfach das ist festzustellen, dann habe ich hier die Länge. So, was Neues noch, die neuen Tormek-Klammern und auch diese Klammern hier, die Doppelklammern, bekommen alle hier eine kleine Imbusschraube, so eine Madenschraube zum Feststellen des Griffs. Ich habe nun doch festgestellt, dass dadurch, dass wir kein so ein stumpfes Gewinde haben, wie Tormek das hat, sich der O-Ring innen drin geht immer wieder kaputt und dann dreht sich der Knopf einfach zu leicht. Aus dem Grund kriegt jeder Knopf in Zukunft eine Madenschraube, einfach ganz handwarm anziehen, dann bewegt sich der Knopf nicht mehr, alles ist gut. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Ich werde dann natürlich wie üblich unter das Mikroskop gehen mit der Schneide und euch zeigen, wie die Entwicklung ist. Und jetzt fangen wir erstmal an beim CBN 80. Ja, also ich habe schon auf die ganze Länge einen Grad, das heißt, ich ziehe jetzt die Seite noch ab und dann wechsle ich einen Stein. Aber vorher gehe ich kurz unter das Mikroskop für euch. Ja, die verschliffene Spitze vorne kriege ich natürlich nicht mehr weg, weil die ist schon breit. Da kann ich jetzt machen, was ich will. Ich gehe jetzt unter das Mikroskop und dann sehen wir uns wieder. So Leute, da bin ich schon wieder. Ihr habt gesehen, die Schneide sieht jetzt natürlich ganz anders aus wie vorher. Es ist einfach klar definiert und alles gleich breit. Ich werde jetzt zweimal übers 160er gehen, einfach um die ganzen groben Kratzer rauszuhaben. Danach gehe ich noch einmal 400er, einmal 1000er und übers Rockhard-Filzrad und das war's. Mehr mache ich gar nicht. Bei dem Messer brauche ich nicht über die Leder gehen und so weiter, um die Schneide zu polieren. Das mache ich mit dem Rockhard-Filzrad. Und ihr werdet sehen, wir kriegen da eine wunderbare Schärfe raus. Also, lassen wir uns mal überraschen. Ich lasse mich ja selbst überraschen, weil ich schleife das erste Mal so ein Messer. Aber die Schneide sieht schon mal wirklich sehr, sehr gleichmäßig aus. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Kann man das sehen? Also, die ist wirklich bombig. So, das soll es gewesen sein mit dem 160er. Ich renne unter das Mikroskop.
So, weiter geht's. Schneide sieht ganz gut aus. Übrigens, hier, ich weiß nicht, seht ihr das? Das sind auch so leichte Belege drauf oder so. Hey, das ist kein Mangel am Rad. Das ist auch kein Material, was ich zusetze. Das ist Schleifstaub. Wenn ich jetzt nach oben gehe, gehe an meine Spüle, mach ein bisschen heißes Wasser rein, mach ein bisschen Spüli rein, nimm so ein Nagelbürstchen oder irgend sowas und bürste das hier ein bisschen ab, dann ist das Rad wieder wie neu. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich habe meine Räder, ja, anfangs immer sauber gemacht, mache ich gar nicht mehr. Also die funktionieren einwandfrei. So, jetzt gehen wir übers 400er und da reicht einmal. Da fahre ich natürlich entsprechend ein bisschen langsamer. Und das Ganze geht ohne Druck. So, das war's schon. Wieder ab und das Mikro. So, last but not least gehen wir jetzt auf das 1000er CBN. Auch da gehen wir einmal drüber. Danach werde ich kurz umbauen und das Rockhard-Filzrad drauf machen. Ich gehe auch noch kurz unter das Mikroskop dann wieder. Nach dem Rockhard-Filzrad werde ich euch dann auch unter dem Mikroskop als Video die Schneide mal entlang ziehen, dass ihr seht, wie das aussieht im Vergleich zu vorher. Am Anfang habe ich ja auch so ein ganz kurzes Videochen eingeblendet von der Schneide. Okay, legen wir los. Auch hier ohne jeden Druck einfach das Messer durchs Eigengewicht auffliegen lassen. Die Klammer hat ja auch noch ein gewisses Gewicht, das passt schon dann. So, war gerade meine Regierung an der Türe. Muss gleich mal eben weg, aber ich mache dann gleich weiter. Was ich jetzt noch gern mache, weil ich habe ja jetzt hier einen ganz kleinen Grat. Den schleife ich am liebsten immer gleich noch kurz weg, indem ich einfach ziemlich schnell und ohne jeden Druck und einfach einmal dirty darüber ziehe. Zack, das war's schon. So, jetzt mache ich es kurz trocken, dann gehe ich unter das Mikroskop und dann baue ich um aufs Filzrad und dann sehen wir uns wieder. Aber jetzt muss ich erstmal zu meiner Regierung, weil sonst gibt es Ärger. Bis gleich. So, das Bild von der Schneide habe ich euch eingeblendet. Wie gesagt, ein kleines Video drüber ziehen mache ich gleich noch. Ich habe jetzt umgebaut auf das Rockhard-Filzrad. Das ist mit 1 Mikron Diamantspray gecoatet, allerdings mit dem Pinsel aufgetragen, nicht gesprüht, weil es gibt immer so eine Riesensauerei. Ich empfehle, das Filzrad und das Lederrad vorher zu ölen. Ich sage es nochmal. Bitte ertränkt das Ding nicht, weil Filz ist ein Naturprodukt. Wenn ihr das zu nass macht, quillt das auf. So, also einfach dünn mit dem Pinsel einstreichen oder ja, wie auch immer, oder mit Ballistol-Spray oder so drauf machen, mit dem Finger verreiben. Einfach nicht ersäufen das Ding. Kurz trocknen lassen, danach mit dem Pinsel das Diamantspray auftragen und dann. Das muss gar nicht richtig trocken sein. Lasst es ein bisschen antrocknen und dann geht mit den ersten zwei, drei Messern einfach mal drüber, weil dann tut ihr praktisch die noch beweglichen, feuchten Diamantteile in den Filz einarbeiten. Das wird es euch danken, weil wenn die Dinger da drin sind, dann ist das Ding abrasiv und dann funktioniert das auch. So, was ich jetzt machen muss, ich muss jetzt meine Toolbar umbauen in die vertikale Frontbase. Dann muss ich natürlich eine andere Höhe machen. Ich mache jetzt zuerst mal die gleiche Höhe wie beim Schleifen. Sprich, ich werde auch hinten jetzt, Frontaufnahme, Moment, so, hatten wir da die 133, ja, hatten wir. Ich werde hier jetzt auch die 15 Grad einstellen. Und das sind in dem Moment, was habe ich, 80,1 Millimeter. Warum mache ich das? Weil ich will die Schneide jetzt erstmal noch polieren, um dann, wenn ich so vier, fünf Mal drüber gefahren bin, zum Polieren, dann gehe ich her und stelle das Ganze ja bei so einem Messer, ich sage mal 1,5 bis 2 Grad höher, um vorne den Grat abzureißen sozusagen, beziehungsweise wegzubiegen. So, das heißt, ich muss hier jetzt noch deutlich nach unten.
mit der großen Rändelschraube geht das relativ fix. So, jetzt sind wir fast da. 80,1. So, jetzt steht er auf. Alles gut. So, und dann mache ich das hier fest. Ich tue hier immer einen Finger drauf, weil das ist mein Referenzpunkt. Hier messe ich. So, und jetzt gehe ich einfach zum Polieren 5-6 Mal darüber, um dann, na, 4 Mal reicht auch. Ihr wisst, ich bin da eher eine langsame. So, und danach tue ich noch entgraden. So, nachdem ich jetzt 4 Mal drüber gegangen bin, am Schluss ein bisschen schneller, also es hat mit der Schärfe des Messers jetzt, glaube ich, nicht mehr viel am Hut, gehe ich her. Das mache ich einfach jetzt aus der Erfahrung. Drehe meine Toolbar 1,5 Umdrehungen nach oben bei so einem nicht so harten Messer und gehe jetzt einfach 4 Mal in jede Richtung ohne jeden Druck drüber. So Leute, das war's. Jetzt hoffe ich auch mal, dass das Messer scharf ist. Die Klinge an sich, ey. Ach komm, nee, es ist einfach nur geil. Entschuldigung, ich kann es einfach nicht anders sagen. Das Ding sieht aus wie geleckt. Ich weiß nicht, kann man das einigermaßen sehen? Das ist die Härte. Ich tue das nachher versuchen, mit dem Handy noch ein bisschen einzufangen. Ich gehe auch jetzt, also ich spanne das jetzt erstmal aus. Dann mache ich den Kleber weg. Dann benutze ich hier mein neues Reinigungsmittel. Übrigens, die Leute, die es schon gekauft haben, bitte, 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 schreibt ein Feedback auf meiner Webseite oder schreibt ein Feedback in YouTube unter dem Videochen. Oder diejenigen, die bei mir im Facebook-Kanal schon drin sind, in meiner Facebook-Gruppe, wozu ich übrigens herzlich jeden einlade. Leute, wir haben eine eigene Gruppe in Facebook, einfach nach Schleifjunkies suchen. Das Ziel ist einfach dadurch, viele Leute reinzukriegen, egal ob ihr Handschleifer, Maschinenschleifer oder ob ihr mit den Füßen schleift, das ist ganz wurscht. Je mehr Leute wir drin haben, desto mehr Wissen ballen wir auf einem Haufen. Und das heißt, das hilft uns allen. Auch mir. Ich lerne jeden Tag dazu. Heute wieder mal. Es geht, ein Filetmesser, wirklich das 7 mm aus der Klammer raussteht, auf 15 Grad zu schleifen mit der Torme gegen die Richtung. Habe ich gezeigt, also geht's. Ja, ihr seid alle willkommen. Meldet euch dort an. Wir sind nur zugänglich für Mitglieder. Ihr habt da, glaube ich, 2, 3 Fragen, was ihr beantworten müsst. Bitte stimmt den Geschäftsbedingungen zu, beziehungsweise den Gruppenregeln. Da geht es einfach um Etikette und ja, geht respektvoll miteinander um und so weiter. Das erwarte ich eigentlich von, also die Leute, die ich kenne, die gehen eigentlich immer respektvoll miteinander um. Übrigens, da wollte ich mich auch mal noch ganz herzlich bedanken. Ich habe echt ehrliche Kunden. Leute, ich bin zurzeit so unter Strom. Viele von euch wissen, dass ich demnächst meinen kompletten Versand rausgebe. Dann wird es hier alles ganz anders aussehen. Das wird dann mein Sohn für mich machen. Aber ich bin teilweise so durch den Wind, dass ich zum Beispiel jetzt nach Österreich 2 CBN, in die Schweiz 2 CBN-Räder 2-mal geschickt habe. So, und jetzt kommt's. Der Kunde hat mich angerufen und hat gesagt, Hans, die ersten 2 CBN-Räder waren klasse, die zweiten sind eigentlich noch viel besser, aber was soll ich damit? Und hat sie mir zurückgesendet. Natürlich habe ich das bezahlt und alles, ja. Aber das schätze ich, diese Ehrlichkeit. Und so versuche ich auch zu sein. Und Leute, wenn irgendwas fehlt in einem Paket, hey, macht euch keinen Kopf, ihr braucht mir keine Beweisbilder schicken oder sonst was. Oder wenn ich euch anstatt ein Glattleder ein raues Leder geschickt habe, hey, dann schreibt mir eine kurze Mail, Hans, hast gepennt oder
Dann tauschen wir das aus, ist doch alles gar kein Problem. Also mir muss niemand beweisen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich weiß, ich mache Fehler genug. Aber jetzt wieder genug gequatscht. Also Facebook jederzeit willkommen. Ja, die Admins, nachdem ihr die Fragen beantwortet habt, kommt ihr rein. Und dort könnt ihr natürlich auch posten. Da könnt ihr Video einstellen. Ihr könnt eure Erfolge zeigen, wie ihr vorankommt. Ihr könnt natürlich Fragen stellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wer nicht fragt, bleibt dumm, ja. Und dazu habe ich die Gruppe gegründet. Übrigens, wir haben jetzt dann gleich 200 Mitglieder und sind gerade mal eine Woche alt. Bei 250 Mitgliedern versteigere ich unter allen Mitgliedern, wohlgemerkt, die irgendwann mal was gepostet oder geliked oder sonst was haben, sprich aktive Mitglieder. Unter denen versteigere ich einen Gießer Premium Cut mit einer Grillgabel, das ist so ein Set. Und da freue ich mich schon drauf. Und der, wo das gewinnt, der kriegt ein tolles Messer. So, jetzt genug gelabert, endlich. Ich mach's raus, mach die Maschine weg, mach das sauber, geh unter das Mikroskop und zieh das einmal als Video durch. Und dann komme ich wieder und dann machen wir am Schluss noch einen Best-Test. Und das soll es dann gewesen sein. Bis gleich. So Leute, jetzt habe ich euch auch das Video der Schneide unter dem Mikroskop gezeigt. Ich glaube, das ist recht überzeugend gegenüber vorher. Ich denke mal, dass das Messer auch gut scharf sein wird, obwohl ich über kein Leder gegangen bin. Für solche Messer reichen in der Regel, ja, ich sag mal, die Tausender Scheibe, danach das Rockhard-Filzrad. Was ich natürlich nicht reparieren konnte und machen konnte, ohne dass ich was weggeschliffen hätte vom Messer, war die Spitze. Deswegen habe ich sie so gemacht, wie sie auch war. Das heißt, die geht jetzt nach vorne leicht auf. Man sieht das vielleicht hier ein bisschen. Mal gucken. So. Aber overall ist das ganze Ding, schaut euch mal das an, das ist schön gleichmäßig alles. Und vorne, das habe ich halt wirklich so gelassen, wie es ist und habe es halt ein bisschen rauspoliert. Schneiden tut das Ding mit Sicherheit ganz gut. Also, gibt es gar nichts. Ne? So, jetzt machen wir El Beso, dass wir den noch kurz gemacht hatten. So. So. Hängen lassen. So. Übrigens, die Leute, was diesen Bess-Gewicht bestellen, auf dem Magneten sind teilweise solche Filzscheiben drauf, dass man die, wenn man die an den Kühlschrank hängt oder so, dass die keine Kratzer verursachen. Die beeinträchtigen aber auch die Haltbarkeit des Magneten unheimlich. Das heißt, pullt die Dinger runter, ja, und macht dann den Magnet nicht hier oben drauf auf den Kopf, sondern dreht den um und macht ihn unten drauf. Dann habt ihr viel mehr Auflage, dann hält der Magnet auch. Aber auch mir fällt er ab und zu mal runter, wenn es ein bisschen blöd ist. Aber in der Regel hält er. Und der muss ja sonst nichts aushalten. Das nur am Rande, weil sich jemand beschwert hatte, der Magnet hält nicht und so weiter. Manchmal denke ich, man sollte auch mal selbstständig ein bisschen drüber nachdenken, sozusagen. So,
Jetzt mache ich das gerade noch mal kurz ein bisschen sauber, bevor ich hier unterm Bess gehe oder über den Bess gehe. So, Tara drücken, Licht ist an und dann schauen wir mal, was das Messer kann. Ich habe das Eingangs, das Eingangsmaß waren, glaube ich, 295. Ich habe es gemessen, habe es aber, glaube ich, nicht aufgezeichnet. Sorry dafür. Aber ihr könnt es mir ruhig glauben, ich habe ja keinen Grund. Bitteschön. Das ist das Ergebnis nach 1000 plus Rockhard, Filzhard und Endgraten. Ich denke mal, Harry, dass deine Filets gut geschnitten werden können. Ich wünsche allen was, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis demnächst. Ciao.